Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der 23. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an und ja, es sind jetzt nicht so viele tolle Partien dabei. Ich finde aber vor allem Köln gegen Frankfurt und Dortmund gegen Gladbach, das hat es doch durchaus in sich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Reinschalten, wünsche viel Spaß beim Zuschauen und los geht's mit dem Freitagabendspiel. Das ist Mainz gegen Bayer 04 Leverkusen. Das könnte für den ersten FSV Mainz 05 nochmal eine richtungsweisende Partie werden. Wird man vielleicht oben an die europäischen Plätze nochmal anklopfen können oder wird es am Ende das triste Tabellenmittelfeld? Leverkusen hingegen auf Champions League-Kurs und so gingen sie auch hier am Freitagabend in die Partie. In den blauen Trikots von rechts nach links im ersten Durchgang wird's zu schick. Mainz bekommt die Situation einfach nicht geklärt und nach gerade mal 5 Minuten hat die überragende Offensive von Bayer 04 Leverkusen mal wieder zugeschlagen. Leverkusen wirklich momentan in bestechender Form, vielleicht sogar die formstärkste Mannschaft der Bundesliga. Mainz versuchte es dann mal per Standardsituation. Wittmer bringt den Ball in den 16er, Bell kommt auch per Kopf an den Ball. Aber richtig gefährlich wurde es dabei nicht. Die Gefahr, die kam eher von Seiten der Leverkusener. Diaby zu Kerem Demirbay. Der macht kurzen Prozess in der 34. Minute, markiert das 0:2 mit seinem schwachen rechten Fuß. Den platziert er richtig stark neben dem Pfosten. Nicht zu halten für Robin Zentner. 0:2 nach 45 Spielminuten. Mainz probierte es ab und an mal nach vorne, aber so richtig was zustande kommen wollte dabei eigentlich nicht. Bei 04 Leverkusen sehr dominant, defensiv besser abgesichert als zuletzt gegen den VfB Stuttgart. So ging es weiter nach vorne, Patrick Schick 0:3, die Entscheidung nach gerade mal 51 Spielminuten. Damit hatte sich dann wohl auch der erste FSV Mainz 05 abgefunden, dass hier nichts mehr passieren würde. Jetzt ging es vor allem darum, nicht zu viele Gegentore zu kassieren. Leverkusen zeigte sich sehr spielfreudig und wieder Demirbay, der da aus 17, 18 Metern auch viel zu frei zum Schuss kommt. Knappe Stunde hier gespielt. Es hätte schon höher als nur 0:3 stehen können. Mainz riss sich dann aber nochmal zusammen, ging auch Richtung 1:3 so langsam, waren aber auch mittlerweile nur noch 20 Minuten zu spielen und das 1:3 müsste dann schnell her. Burkhardt, starker Pass, Stach durchgelaufen, aber an so einem Freitagabend klappt dann auch sowas nicht mehr. Radetzky bleibt stehen, hält die zu 0 und sichert damit auch eben seine eigene weiße Weste. Mainz verliert mit 0:3. Auch die Höhe geht vollkommen in Ordnung. Leverkusen weiter auf dem Höhenflug. Der VfL Wolfsburg hat sich etwas fangen können durch 2 Siege in Folge zuletzt. Nehmen Sie es nun mit der TSG aus Hoffenheim auf. Die Hoffenheimer aktuell 5. Platz. Da geht vielleicht sogar noch was Richtung Champions League. Dennoch hatte der VfL Wolfsburg noch mehr von der Anfangsphase. Viertelstunde hier gespielt, Kruse aus Spitzenwinkel. Oliver Baumann ist aufmerksam, so ein Ball lässt er natürlich nicht an sich vorbei. Der anschließende Eckstoß. Maximilian Arnold kurz auf Kruse und da kommt Lacroix, der per Kopf auflegt für Astafranks. Knapp vorbei Vrancs, der ja durchaus seine Torjägerqualitäten zuletzt unter Beweis stellen konnte. Von Hoffenheim doch sehr wenig zu sehen im ersten Durchgang. Kurz vor der Pause kamen sie aber dann vor das Tor von Kuhn Castells. Jorginho Rütter, Munas Dabur sieht wieder Rütter, der durchgelaufen ist, den Ball einfach empfängt und zum 0:1 einschießt. Kuhn Castells geschlagen, wirklich unterfordert im ersten Durchgang. Hier kann er dann nichts machen und die Halbzeitführung der Hoffenheimer auch nicht verhindern.
Durchgang Nummer 2, der VfL Wolfsburg war die spielbestimmende Mannschaft, kam jetzt durch Wind zur nächsten Chance. Nach wie vor das 0:1 eher schmeichelhaft aus Sicht der Gäste. Man nimmt es natürlich trotzdem sehr gerne an, aber der VfL Wolfsburg war drauf und dran, zumindest auszugleichen. Das zuletzt beim 2:0 in Frankfurt war ja auch keine überragende fußballerische Leistung. Da konnte man über defensive Stabilität ja kommen. Hier nutzen sie mal einen Fehler der Defensive der Gäste aus. Zumindest um zu einer ja, 100%igen Torchance zu kommen. Maximilian Arnold scheitert aber an Baumann. Das muss natürlich der Ausgleich sein. Wir springen in die absolute Schlussphase. Lucky Punch Zeit. Wird Wolfsburg sich noch einen Punkt holen? Max Kruse. Nein, es bleibt beim 0:1. Heute kommen die Wölfe nicht an Oliver Baumann vorbei. Der Mann des Spiels ist auf jeden Fall Schlussmann bei der TSG. Es bleibt beim 1:0. Hoffenheim macht nur das Mindeste nach vorne und sichert sich trotzdem den Dreier. Der VfB Stuttgart empfängt am Samstagnachmittag den VfL Bochum. Für den VfB Stuttgart heißt es langsam mal Siegen zur Pflicht. Es ist für den VfL Bochum nach der ja, Gala gegen den FC Bayern München eigentlich ein leichtes mit breiter Brust aufzutreten. Und das sah man hier von Beginn an. Milos Pantovic aus 11 Metern hat da auch zu viel Platz um sich herum, markiert das frühe 1:0. Für die Bochumer. Das hatte lange Zeit Bestand. Der VfB Stuttgart kam selten mal nach vorne. Jetzt mal mit Thiago Thomas. Atakan Karasor, der Schuss aber von Danilo Suarez abgefälscht in der 38. Spielminute. Es gab Licht und Schatten beim VfB bei der Niederlage in Leverkusen. Vor allem Thiago Thomas konnte dort positiv auf sich aufmerksam machen, aber da zeigten sie in meiner Defensive unglaubliche Schwächen. Und der VfL Bochum, er wollte sie vor der Pause noch zum 0:2 nutzen. Antwi Ajay sieht Suarez, Holtmann, Locadia, Florian Müller pariert, dann der Ball von Mavropanos geklärt. Das schnupperte hier doch ganz doll nach dem 2:0, aber Müller bekommt gerade so den Fuß noch ausgefahren, somit nur 0:1 zur Pause. Der VfB Stuttgart hatte auch seine Möglichkeit nach vorne, war aber unter dem Strich doch deutlich zu harmlos. Halbzeit 2, der VfL Bochum kam wieder mit Milos Pantovic. Aber er krönt sich nicht selbst zum Doppeltorschützen. Da hat Florian Müller etwas gegen und der Schuss war unter dem Gesichtspunkt des großen Tores doch deutlich zu zentral getreten. Der anschließende Eckstoß. Bochum setzte sich gut fest und hatte die nächste Chance. Diesmal wieder Danilo, der sehr offensiv agieren konnte. Hinten war er schlichtweg unterfordert. Der VfB Stuttgart konnte einfach nicht wirklich offensiv in Erscheinung treten. Das war sehr enttäuschend aus neutraler Sicht, aber aus Stuttgarter Sicht ist das vor allem alarmierend. Zum Ende hin probierten sie es zumindest nochmal. Thiago Thomas über die Außen kommen zu Mangala. Aber wenn du so wenige Chancen hast, dann müssen die sitzen. Das war hier eine gute, eine große Möglichkeit zum Ausgleich zu kommen, Mangala. Aber nutzt sie nicht. Manuel Riemann hält den Ball fest und auch den Sieg für den VfL Bochum. Der Siegtreffer wurde schon in der 8. Minute durch Pantovic erzielt. Der FC Augsburg muss nach der Niederlage in Gladbach wieder aus der heimischen Stärke agieren. Der SC Freiburg hatte zumindest ein 1:1 gegen Mainz 05 einfahren können. Der FC Augsburg hier aber hellwach und in der 9. Minute gehen sie durch Florian Niederlechner mit 1:0 in Führung. Die defensive Stärke der Freiburger, vor allem aus der Vorrunde, ist doch mittlerweile etwas abgeebbt. Trotzdem ist der SC Freiburg immer noch
auf Europakurs, aber hier mussten sie wirklich aufpassen, im ersten Durchgang nicht komplett das Spiel schon aus der Hand zu geben, denn der FC Augsburg, er spielte richtig gut, führte nach 45 Minuten, allerdings nur mit 1:0. Der Treffer von Florian Niederlechner in der 9. Minute machte momentan noch den Unterschied. Die Fuggerstädter aber auch zu Beginn der zweiten Halbzeit deutlich aktiver. Hahn mit dem Lupfer zu Vargas, Flecken, Doppelparade, überragend gegen André Hahn. Eilt da noch raus, streckt die Hand aus und mit den Fingerspitzen lenkt er den noch um den Pfosten. Es musste viel mehr kommen vom SC Freiburg. 20 Minuten vor Ende kamen sie dann auch endlich mal. Mit Grifo und Höhler im Doppelpass. Grifo zieht in den Strafraum ein, legt quer zu Roland Salay, der am zweiten Pfosten vollkommen vergessen wurde. Der markiert das 1:1. Verdient war das allerdings nicht. Der FC Augsburg weiterhin besser. Und jetzt das Lienhardt mit dem Fehler. Niederlechner zum 2:1. Ein langer Schlag aus der eigenen Hälfte. Ein Fehler von Philipp Lienhardt. Ein satter Abschluss von Florian Niederlechner. Sorgen am Ende für die 3 Punkte. Der FC Augsburg gewinnt mit 2:1 und das verdient. Arminia Bielefeld wirkte relativ blutleer beim Auftritt in Sinsheim, aber auch Union Berlin hat nach dem 0:3 zu Hause gegen Dortmund bisschen was zu verbessern im Gegensatz zu dem Spiel eben am letzten Sonntag. Und Union Berlin machte es besser und sorgte durch Grisha Prömel für das erste Highlight des Nachmittags hier auf der Bielefelder Alm bei strömendem Regen. Das 1:0 in der 11. Minute. Bielefeld kam überhaupt nicht zum Zug. Defensiv teilweise überfordert. Geraldo Becker, Grisha Prömel 0:2. Doppelpack. Grisha Prömel, das ist ihm auch schon in Leverkusen gelungen vor einigen Wochen. Bielefeld mit dem 0:2 eigentlich noch gut bedient. 5 Minuten vor dem Seitenwechsel, dann endlich mal der Versuch von Bielefeld, offensiv was zu landen, und Alessandro Schöpf ist dann derjenige, der aus großer Distanz abschließt. Kein schlechter Schuss, aber natürlich ist das auch kein Problem für Andreas Lute, diesen Ball zu halten. 0:2 nach 45 Minuten und wie gesagt, das war vollkommen in Ordnung. Der zweite Durchgang zeigte ähnliche Muster. Ähnliches Bild. Avoni zum 0:3. Grisha Prömel mit der Vorlage. Damit an allen 3 Treffern direkt beteiligt. Das war selbstverständlich in dieser Spielphase auch schon die Entscheidung. Die Frage war nur, wie hoch ginge es jetzt noch aus? Würde Arminia Bielefeld nochmal zurückkommen? Erstmal noch nicht. Baumgartel hier mit dem Kopfball. Aber würde denn Bielefeld zumindest den Ehrentreffer erzielen? Alessandro Schöpf, der aktivste noch in der Offensive, Wimmer, von dem war sehr wenig zu sehen. Brunner auf der Außenbahn setzt sich da mal gut durch. Und in der Mitte ist es Krüger, der per Kopfball aber auch nicht wirklich für Gefahr sorgen kann. Es heißt 0:3, Bielefeld noch gut bedient, Union zeigt sich wieder stärker. Das Topspiel am Samstagabend zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt. Modest wieder dabei, so wichtig für die Geißböcke. Eintracht Frankfurt hat nach dem 0:2 gegen Wolfsburg eine Rechnung mit der Bundesliga offen. Und das musste in der Anfangsphase der 1. FC Köln zu spüren bekommen. Jesper Lindström, ein tolles Tor. Nach 5 Minuten stand es 0:1. Es war eine turbulente Anfangsphase. Marc Uth, Duda, Özkan, Modest, so schnell kann es gehen. 1:1, keine 10 Minuten gespielt. Es bahnte sich ein Spektakel an und Modest
ist eben Modest. Viertelstunde jetzt von der Uhr. Der nächste Angriff der Kölner rollt. Modest zum zweiten. 15 Minuten nicht mal von der Uhr. Fehler von Hinteregger, der in den letzten Wochen wirklich nicht mehr gut zum Zuge kommt. Hier mit dem nächsten dicken Bock serviert das 2:1. Aber Frankfurt, zumindest nach vorne, waren sie ebenfalls brandgefährlich. 30. Minute, 2:2. Ein fantastisches Spiel. Vor allem aus neutraler Sicht konnte man sich das richtig gut anschauen. Aber es war immer noch nicht Halbzeit. Schmitz etwas zu weit, aber Uth holt sich den Ball noch. Kainz kommt nicht durch. Trapp mit der Parade. Aber Modest hält nur noch den Fuß rein. Das ist fast unfair. Modest, der Cheatcode für den ersten FC Köln. Der markiert hier 3 Tore in einem Durchgang und bringt so Köln zur Pause wieder in Führung. Durchgang Nummer 2. Eintracht Frankfurt wollte gleich weiter mit dem Spektakel machen und vor allem Lindström. Das wäre es natürlich gewesen, der nächste Dreierpack. Aber Timo Horn, der Schwebe vertritt, kann sich hier mal auszeichnen. Horn musste ja wirklich einiges einstecken in den letzten Wochen und Monaten. Hier zeigte er mal eine gute Parade. Die Stundenmarke geknackt, jetzt wieder der erste FC Köln. Und wenn man sagt, der erste FC Köln, meint man auch immer Anthony Modest mit. Wie gesagt, das ist eigentlich unfair, dass der hier mitwirken darf. Einfach zu gut momentan. Gut dann auch in der 80. Minute nochmal Timo Horn, der hier das 4:3 Anschlusstor verhindert. Streckt sich da und lenkt den Ball noch so ums Tor herum. Das 4:2 hatte dann bis zum Ende Bestand. Mann des Spiels, logischerweise Anthony Modest, meldet sich mit 4 Toren eindrucksvoll zurück. Da sind die Bayern nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. 1:1 bei Salzburg im Champions League Hinspiel. Nicht unbedingt die Ausbeute, die man sich erhofft hatte. Nun mussten sie in der Bundesliga wieder ran. Die erste große Chance ging auch auf das Konto der Münchner, aber nach der Pleite auch am vergangenen Wochenende beim VfL Bochum war hier ein hoher Sieg gegen Fürth eigentlich locker eingeplant. Aber dass die Kleeblätter mittlerweile besser in der Bundesliga angekommen sind als noch in der Hinrunde, das ist auch klar. Leveling, der lange läuft, dann das Auge für Hürgotha hat und so das 1:0 ermöglicht. Ein starkes Tor von Branimir Hürgotha mit seinen Treffern hat er großen Anteil daran, dass Fürth punktetechnisch auf der Tabelle steht. Aber Leveling, der sagt, das, was mein Kollege kann, kann ich schon lange. Auch wenn der Ball hier ziemlich zentral aufs Tor kommt. Ulreich sieht nicht ganz gut aus. An einem besseren Tag kann er den halten. Aber es stand 0:2. Die Bayern völlig perplex, aber vor der Pause zumindest wieder im Spiel. 43. Minute, Robert Lewandowski, auch wieder ein tolles Tor. Das ist die Medizin, die sie selber schmecken mussten gegen den VfL Bochum. Ein Traumtor nach dem anderen und jetzt hatte eben auch Fürth da mitgemacht. Lewandowski aber sagt, okay, kann ich halt auch. So stand es 1:2 zur Pause. Durchgang 2 ging nur noch von rechts nach links. Bayern drückte auf das schnelle 2:2. Thomas Müller in der 56. Minute. Noch nicht so ganz gefährlich. Linde, der wohl jetzt die klare Nummer 1 ist, der hält den Ball fest. Die Zeit wurde aber auch knapper. Fürth verteidigte das wirklich gut. Standardsituation und Robert Lewandowski trotzdem mit dem Ausgleich. 2:2 wird da von 2 Spielern bearbeitet, aber nicht gut genug. Und so ging es dann eben, dass es 2:2 stand. Die Bayern, sie wollten mehr. Ist ja klar, sie mussten hier gewinnen. Alles andere wäre eine Katastrophe. Und Leroy Sané besorgte in der 82. Minute auch
Das 3:2. Fürth kam nicht mehr richtig ins Verteidigen hinein. Aber wer dachte, das wäre es jetzt gewesen? Nein, Greuther Fürth kam noch einmal. Ein Punkt aus München mitnehmen, das wäre schon eine Sensation. Und Duziak hatte die Chance dazu, das zu ermöglichen. In der 87. Minute und dann ist es doch eine tolle Reaktion von Sven Ulreich. Für ihn persönlich ganz wichtig, aber auch für den FC Bayern München, der sich hier zum Sieg irgendwie durchbeißen kann. Nach 0:2 steht es am Ende 3:2. Das Duell der beiden Borussias in Liga 1. Man muss sich vor Augen führen, dass Borussia Mönchengladbach bereits 10-mal verloren hat aus 22 Spielen. Das heißt, fast jedes zweite Spiel geht verloren. Und unbedingt favorisiert waren sie hier jetzt auch nicht beim BVB. Aber die erste große Chance, sie war auf Seiten der Gäste. Und auch die zweite Chance, sie hatte den Geschmack der Fohlenelf. Starker Kopfball, gute Parade von Gregor Kobel, der BVB, der am Donnerstag noch in der Europa League ran musste. Man merkte doch, dass das anstrengende Wochen werden könnten. Und Borussia Mönchengladbach nutzte die müden Beine aus durch Alassane Player, der in der 16. Minute das hochverdiente 1:0 erzielen konnte. Ganz starke Anfangsphase von Borussia Mönchengladbach, gekrönt eben mit dem 1:0. Der BVB brauchte eine Weile, fand dann aber auch besser rein. Dahoud fängt den Ball ab, Reus, Meunier, Haaland, Malen, das geht zu schnell für Gladbach. Nutznießer ist Julian Brandt, der am Ende dieser Kette steht und aus kurzer Distanz ohne Probleme zum 1:1 einschießen kann. Der BVB hatte sich ja in der Liga wieder gefangen. Das 3:0 gegen Union Berlin war durchaus souverän geführt. An der alten Försterei muss man auch erstmal 3 Punkte mitnehmen. Borussia Mönchengladbach siegte 3:2 gegen den FC Augsburg. Defensiv war es noch etwas fragwürdig, aber nach vorne hatte man dann zumindest wieder den Eindruck, es könnte wieder etwas werden bei der Mannschaft von Adi Hütter. Und so auch in Durchgang 2 ein nach vorne wirklich guter Auftritt der Gäste. Aber Kobel hatte auch einen guten Tag erwischt. Dennoch ist der BVB immer in Heimspielen, außer vielleicht gegen den FC Bayern München, der haushohe Favorit. Und in der 57. Minute sahen wir dann auch von Erling Haaland mal wieder einen Abschluss. Extrem wichtig, dass der wieder mitwirken kann. Hier ist es aber ein zu unplatzierter Schuss. Jan Sommer ist schnell unten. Stunde jetzt von der Uhr. Julian Brandt aus der zweiten Reihe scheitert, aber auch am Schweizer Schlussmann, der das hier richtig gut macht. Gladbach seltener mittlerweile nach vorne unterwegs, aber die Nadelstiche, die hatten es dann in sich. Player mit der Hacke zu Jonas Hofmann. Der macht in der 74. Minute das 2:1. Die erneute Führung für Gladbach. Und gleichermaßen auch der Siegtreffer, denn Dortmund konnte in der Schlussphase nicht mehr zu Möglichkeiten kommen. So geht es mit 1:2 zu Ende. Ein verdienter Sieg für starke Gäste. Zum Abschluss des 23. Spieltags treffen Hertha BSC und RB Leipzig aufeinander. Beides momentan nicht unbedingt die beliebtesten Mannschaften in Fußball Deutschland, aber irgendwie hatte diese Partie doch etwas. Leipzig ist ja spielerisch auf einem aufsteigenden Ast unterwegs und die Hertha eben genau das Gegenteil. Unglaublich, wie mies es bei der Hertha läuft, und so sah das hier auch aus. Leipzig mit der ersten guten Chance, Alexander Schwolo aber pariert und verhindert das 0:1. Es rollte ein Angriff nach dem nächsten bei Leipzig. Angelinho, Christopher Nkunku legt nochmal zurück. Olmo aus der zweiten Reihe, fast aus der dritten, möchte man sagen. Und das war nicht so verkehrt. Bekommt da zu viel Freiraum und setzt ihn knapp am Winkel vorbei.
Die Hertha kam erst kurz vor dem Seitenwechsel mal nach vorne. Maulida, Mittelstädt mit der Flanke zu Belfodil. Der war unter Gegnerdruck von Guardiol nicht mehr präzise zum Abschluss kommt. Dennoch ist ein Ball aus der Distanz für einen Bundesliga-Stürmer gerne auch im Netz unterzubringen. Aber es war hier niemandem vergönnt zu treffen, so ging es torlos in die Pause. Und die Hertha zu Beginn des zweiten Durchgangs aktiver nach vorne. Positive Überraschung, Darida über rechts mit der Flanke und wieder Belfodil. Doch der fand an diesem Sonntagabend seinen Meister in Peter Gulaschi, der hier wieder gut reagiert. Ansonsten war es eine nicht wirklich unterhaltsame Partie. Leipzig konnte nicht mehr die Angriffe so durchdrücken, kam in der 68. Minute noch einmal durch André Silva zu einer guten Möglichkeit, der sich da um Kempf herumwindet. Der Ball hätte wohl gesessen, Schwolo mit einer tollen Parade. Und so sind die beiden Torhüter eher die Gewinner dieser Partie. Leipzig ist sicherlich unzufrieden damit. Für die Hertha ist ein Punkt gegen Leipzig eigentlich ganz okay. Jo, das soll es mit dieser Prognose gewesen sein. Da seht ihr die Ergebnisse und die Tabelle, die daraus resultieren würde. Im Überblick lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.